Ein Paradies der verzaubernden Gräser ist der Bambusgarten in Heiligenberg. Auch wenn Bambus eigentlich in allen Erdteilen vorkommt, außer in der Antarktis und Europa, sei das Bodensee-Hinterland der ideale Ort für die exotische Pflanze, die rein erdgeschichtlich betrachtet hierher gehöre, findet Gärtnermeister Egon Negenolf. In Heiligenberg gab es wahrscheinlich vor der Eiszeit auch schon Bambus, oder zumindest hier in der Gegend. Und deswegen ist das, was jetzt hier hinkommt, durch Menschenhand erschaffen, nur die Fortsetzung von dem, was in der Eiszeit sowieso die Natur schon hergebracht hat. Was ist Bambus für eine Pflanze? Obwohl er verholzen und bis zu 40 Meter hoch werden kann, gehört Bambus zur Familie der Süßgräser. Er entstammt im Erdzeitalter des Tertiär vor 65 Millionen Jahren. Nachdem er in Europa durch eine extreme Trockenheit ausgestorben war, kam er über die Seidenstraße Mitte des 19. Jahrhunderts wieder zurück. Seinen Siegeszug in deutschen Gärten trat der Bambus vor 40 Jahren an, als Egenolf gerade seine Gärtnerei aufbaute. Der exotische Charme der duftenden, immergrünen Pflanze haben es seiner Tochter Almut und ihm angetan. Hier sieht man jetzt den Neuaustrieb von diesem Jahr. Das ist jetzt in den letzten 3-4 Tagen so gewachsen. Das geht also recht schnell. Und der macht schon Dicke. Also hier sind wir schon fast bei 3 cm. Beim Entstehen eines Sprosses entsteht eine sehr große Geschwindigkeit. Etwa 20 bis 30 cm am Tag. Und man kann bei feinem Gehörgängen dieses Wachsen hören. Es entsteht ein leichtes Knarren. Und das ist etwas ganz Besonderes, was man in der Natur sonst nicht so findet. Doch wer hören will, wie das Gras wächst, sollte erst dem Rat des Experten lauschen. Welcher Bambus passt zu mir? Für Terrasse und Balkon sind besonders winterfeste und widerstandsfähige Sorten geeignet. Der hat den schönen Namen Fagesia rufa. Und der verträgt extreme Hitze und sehr viel Sonne. Und wenn er mal trocken wird, verträgt er das auch. Für kleinere Gärten empfiehlt Almut Egenolf. Hier haben wir jetzt Fagesia-Bambus, sogenannter horstbildender Bambus. Der ist ausläuferfrei, sprich, der wächst in die Breite, in die Höhe, aber er wandert nicht aus. Diese Art von Bambus gibt es in ganz vielen verschiedenen halben Farben, in verschiedenen Endhöhen von 2 Meter bis 5 Meter. Aber er würde niemals dicke Halme machen. Das ist bei dem Bambus nicht möglich. Dafür bleibt er aber am Platz und ärgert auch keine Nachbarn. Wer einen ganz großen Bambus will, muss sich auf eine Wachstumsexplosion im Garten gefasst machen, durch die gefürchteten Rhizome. Rhizome ist eigentlich ein anderes Wort für Wurzeln. Das heißt, es sind verdickte Wurzeln im Boden, die unterirdisch irgendwo hinwandern, dann wieder nach oben schießen, einen neuen Halm bilden. Daher wird eine Rhizomsperre gesetzt von Anfang an, damit die einfach im Zaum bleiben und auf der Fläche wachsen, wo man ihnen zugesteht. Eine Rhizomsperre sollte zwischen 70 und 100 cm tief sein und 5 cm über die Oberfläche ragen. Wer nicht Buddha höchstpersönlich zum Nachbarn hat, sollte also vorsorgen. Wie pflege ich meinen Bambus? Die haben wir hier im Sack. Die Pflege fängt mit den Pflanzen an, die richtige Erde und genügend Platz. Das ist ein toller Boden hier. Großes Pflanzloch. Wirklich großzügig ausheben. Normalerweise sagt man bis zu 3-mal von den Wurzelballen und von allen Seiten frische Erde mit ran. Dann werden die reingesetzt und zwar genau auf die gleiche Höhe, wie sie vorher auch im Kübel waren. Wem der Bambus unter die Haut geht wie Almut, sorgt dafür, dass er immer genügend Wasser hat und Dünger. Wer nicht auf Spezialdünger setzen will, kann auch auf Kuh- und Pferdemist oder Hornspäne zurückgreifen. Dann steht dem poetischen Erlebnis nichts mehr im Wege. Der Bambus bewegt sich im Wind ganz wunderbar. Es flirren 1000 Blätter in der Luft. Und wenn die Stämme hier aneinander schlagen, gibt es ein leichtes Klacken im Wind.